auch aus, soll ich jetzt sagen Norden oder, oder ja, einfach Ast? Ich habe leider das Mikro schon wieder an, jetzt muss ich das auch noch erklären. Also, wir sind jetzt hier unterwegs um den See, es ist Blitzeis. Trotz Feldweg ist es hier richtig glatt. Ja? Und die Katie sagt auf einmal, hey, Hilfe, da ist ein Ost. Ost, ja. Ich habe ihr gerade versucht zu erklären, das ist ganz wichtig, dass wir in Gefahrensituationen möglichst Hochdeutsch sprechen, um zu verstehen, wenn man den anderen retten kann. Osten. Ich habe gedacht, Osten, wo ist denn, was ist denn da? Wildschweine wieder? Nee, es war ein Ast. Ein Ast, ein Ast. Auf dem Birnbaum. Also in meiner Welt wäre das ein Zweigall gewesen, aber Ost. So, jetzt lesen wir vor. Nächste Q&A. Wir haben wieder eine Frage aus der Community. Und zwar, welche nehme ich denn da? Hier. Ja? Der Kurt oder wer war das? Oder Karl? Nee, Klaus. Klaus, ja. Genau, Klaus. Ist nicht nah genug, das Handy. Also, wie bekommt ihr Beruf und Familienalltag unter einen Hut? Das frage schreibt ich mich der Klaus. Jeden Tag. Ja? Jeden Tag frage ich mich, wie bekommt man das unter einen Hut? Nein. Doch, also. Ich habe das Mikro gar nicht in deine Richtung gehalten. Oh, ah, dann hat mich keiner gehört. Doch, doch. Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Nee, mach mal du. Ja, das ist schön am Podcast, wenn du es zu zweit machst, kannst du immer sagen, ja, mach mal du. Ja, wie kriegen wir das unter einen Hut? Ich sage in solchen Situationen, privat wie beruflich, immer Prozesse, Prozesse, Prozesse. Ja, blau, voll, ja, durch blau. Und durch. Ja. Also wenn man das Ganze irgendwie organisiert oder organisieren will, dann ist halt der Prozess am Ende des Tages, also wo kannst du wirklich effizient sein, wo sind die Zeitfenster, in denen du Zeit für dich hast, in denen du arbeitest, Kinder abholst etc. Also mein bestes Beispiel ist ja unser Spaziergang um den See, den wir in verschiedenster Weise nutzen. Einmal, um uns verliebt in die Augen zu schauen. Wir demonstrieren das kurz. Wenn es zu finster ist und du keine Stirnlampe. Wir reden dabei nicht. Dann okay. Glaubst du, das ist total einwandfrei. So, also um uns natürlich auszutauschen, nicht immer haben wir ein Mikro dabei. Also in 5% der Fälle machen wir das auch runter. Darf ich was sagen, Schatz? Ja. Entschuldigung, aber mir ist jetzt was eingefallen. Also ich bin prinzipiell, das Erste, wie wir es unter den Hut bekommen, ist aus meiner Sicht, wir haben uns beide entschieden, dass wir schon vor sehr langer Zeit, also ich schon immer und du nach oder vor 10 Jahren, nicht ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Also das war für mich mal so ein erster Schritt, wo ich gesagt habe, damals mit 19, okay, wie kann ich wirklich Kind und Beruf und dann Hut bekommen, das geht nur, wenn ich selbst mein eigenes Ding mache. Das war so für mich mein entscheidender Input. Und dadurch kann man natürlich recht frei gestalten. Boah, warte mal, jetzt geht der Norman, ja, du zieht mich dich da gerade über die Feldstraße und da ist wirklich blitzheiß. Moment. Also da braucht man Eislaufschuhe eigentlich. Okay, und also das war für mich persönlich mal ein entscheidendes, wie kann ich das schaffen? Familie und Beruf war die Antwort, ich muss Unternehmerin sein. Ich muss in was Eigenes kreieren. Dadurch habe ich den Freiraum, und da haben wir, glaube ich, eh schon mal eine Folge drüber gemacht, ne, wie wir das genau machen. Dadurch habe ich dann den Freiraum, dass ich die Kinder betreuen kann und mein Business führen kann. Das ist auch nicht immer sehr einfach. Das stellt man sich jetzt vielleicht ein bisschen romantisch vor, aber jeder, der weiß, was es bedeutet, selbstständig oder ein Unternehmen zu haben, weiß, dass es auch sehr viel Organisation, sehr viel Klarheit. Man muss, also ganz wichtig, wirklich klare Zeiten haben. Es fällt mir sehr schwer,
also fiel mir sehr schwer, weil ich gelb bin. Also ich weiß nicht, ob ihr Inside kennt, dieses Personenprofil. Ich bin sehr spontan, merkt man auch immer, wenn ich erzähle. Norman ist sehr strukturiert, blau. Ihm fällt es, glaube ich, leichter, ne? Du hast immer so ganz exakt deine Zeit. Ich finde, man wird immer abgestempelt als blau. Nein, ich bin nicht bewerten, Schatzi. Ein bisschen. Ein ganz lieber. Und ich bin die Schlumpfine. Ja, erzähl mal. Wir brauchen nur noch den Papa mit dem Zaubertrank. Okay. Na, das war doch der Gargamel. Kennst du? Könnten Sie jetzt bitte fortfahren? Ja, okay, das war jetzt ein Beispiel für ich bin gelb und strukturiert, Norman ist blau, sehr strukturiert. Das hilft in der Kombi extrem. Wie machen wir es noch? Unsere Kinder, also wir trennen das eigentlich gar nicht. Also ich habe es wirklich noch nie getrennt, dass ich sage, das ist jetzt Kinderbereich, das ist Familie, das ist Beruf. Bei mir ist das so ein fließender Übergang. Ich weiß, dass viele sagen, Büro darfst du nie daheim haben, Praxis nicht. Aber ich habe mir beim Haus extra einen Anbau gemacht, wo das Office drinnen ist, weil ich es eben verbinden wollte. Ich wollte es nie auslagern, ich wollte es nicht extern haben. Ich habe auch die Meetings immer im Haus gemacht, jedes Team-Meeting, die Kinder waren da dabei, die sind damit groß geworden, die kennen nichts anderes. Und das ist, also ich würde es echt jederzeit wieder so machen, dieses Verbindende, und immer Wege suchen, wie kann ich meinen Job machen und da sein. Jetzt muss man wieder die Straße wechseln. Warte mal kurz. Also zum Beispiel jetzt mit dem Podcast gehen wir um den See. Wir haben Paarzeit, wir machen einen Podcast und wir haben die Anna dabei, die einfach frische Luft bekommt. Also wir haben natürlich auch, oder ne, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, Dinge voneinander zu trennen. Ja? Also wir nehmen den Podcast auf, weil wir Spaß daran haben, aber die qualitative Paarzeit ist es natürlich so gesehen nicht. Da hast du natürlich recht. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Seitenhieb bekommen. Nein. Schatz, du hast es total ist ja schon, recht. Nee, du ja auch. Weil ich wollte jetzt nur mal sagen, natürlich ist es Zeit zu zweit und das ist ja in der Großfamilie was ganz Wertvolles für uns. Ja. Also allein, wenn wir uns nur mal Zeit haben, so Arm in Arm hier durch oder um den See zu schlendern. Aber die Qualität dieser Zeit ist natürlich die, eine wo andere, kein ne? Podcast aufnimmt. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie man es verbinden kann. Natürlich kannst du nicht jeden Kunden mit Kindern betreuen, das ist ja logisch. Da gibt es ja auch also getrennte Phasen, wenn sie in der Schule und im Kindergarten sind. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, im Kopf, in sich, darf man es nicht zu scharf trennen, sondern braucht so eine Einstellung von, wie kann ich verbinden? Also diese Frage hat mir echt begleitet, seit ich 19 bin. Wie kann ich es vereinen? Wie kann ich es verbinden? Und danach habe ich mein Business gebaut und danach habe ich aber auch meine privaten Entscheidungen in der Familie getroffen. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass du immer, also du musst viel nachjustieren, du musst auch immer andere Entscheidungen treffen. Es darf nie so starr sein, ich glaube, sonst macht man sich verrückt. Also dieses Maß an Flexibilität braucht man schon. Ja. Das ist echt wichtig für mich. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen jetzt sind. Naja, sowas entwickelt sich ja. 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 Also es ist ja nicht so, dass du morgens aufwachst und sagst, so wahnsinnig selbstbestimmt ist das Leben und alles ist großartig, sondern es entwickelt sich ja. Ne? Also beispielsweise, vielleicht kann das auch ein kleiner Tipp sein oder so. Ja? Ich habe irgendwann mal angefangen, vor einigen Jahren darüber nachzudenken, was fesselt mich eigentlich, was bindet mich an einen Ort, was blockiert meine Zeit, wo setzt die Fremdbestimmtheit ein? Und habe dann für mich entschieden, ich will nicht mehr in einem Büro arbeiten müssen. Ja, also vorausgesetzt, man kann das entscheiden. Manchmal kann man das auch im Angestellten-Dasein, ja, Thema Homeoffice oder so Gleitzeit oder irgendwelche Modelle gibt es da vielleicht. Ne? Für mich war natürlich das Unternehmer-Dasein schon immer so ein angestrebtes Ziel. War ein paar Jahre, ich glaube 8 oder 9 Jahre angestellt in einer erfolgreichen inhabergeführten Designagentur und wollte dann auf eigenen Füßen stehen. Ne? Also das war für mich wichtig, dass
das gestalten zu können. Und dann habe ich mir die Fragen einfach, oder habe einfach so meine Tagesabläufe angeschaut und habe gesagt, wer bestimmt eigentlich über das, was ich tue und über das, wann ich das tue. Und das führte mich dann nach und nach zu Entscheidungen, also wirklich über Jahre hinweg, das so zu konstruieren, zu bauen, zu kreativ zu entwickeln, wie ich selber arbeiten möchte. Ein Ast im Haus, entschuldige. Das war aber sehr schön deutlich jetzt, Ast. Hätte auch Ost sein können. Der war wirklich im Haus jetzt. Ehrlich jetzt? Ja, wirklich. Guck mal hier. Ja. Ist schon wieder besser. Ist schon wieder. Aber lass mich mal die Kopf... Kannst du noch ein bisschen was erzählen? Ich gebe das Mikro und... Was machst du leicht jetzt? Ich mache jetzt die Kopflampe an den Kopf dran. Achso, das wäre super. Ja? Aber du hast gerade echt was Schönes gesagt. Vielleicht, also... Ich bin ja in einer anderen Situation nicht jetzt. Nicht weglaufen, meine Kopfhörer sind noch dran. Danke für den Hinweis. Ich bin ja in einer anderen Situation dadurch, dass ich irgendwie da so als junge Mama so reingeschubst, also mich selbst auch reingeschubst habe. Und wenn man jetzt sagt, das ist total easy, dann würde man euch jetzt anschwindeln. Ne? Weil es ist schon, also mir verlangt schon immer viel Disziplin ab. Und immer die oberste Prämisse, dass ich das, was ich mache, echt unglaublich gern tue. Also wenn man braucht schon einen Job, den man, also wo man aufsteht und sagt, boah, ich freue mich total. Also das ist richtig toll, wo man so eine Leidenschaft drinnen hat, dass man eben auch um 11 Uhr nachts noch oder um 3 Uhr morgens, wenn man einen Einfall hat, was macht. Oder, jetzt ist die Anna, hat den Lulli verloren. Jetzt musst du mal wieder weitermachen, Hasi. Pass nur auf die Äste auf, die hier rumschwirren. Ja, genau. Also dieses, wo waren wir gerade? Na, diese Passion. Also, ah ja, Leidenschaft. Ja, unbedingt. Wo mich total lähmt und wo ich keine Gaudi dran hätte und keinen Spaß, dann würde ich einfach mich nie zu dem bewegen können, was ich alles so mache mit den Kindern. Und auch wenn sie schlafen, würde ich mich vor den Fernseher legen oder so. Und stattdessen sage ich... wie kann ich jetzt noch ein Programm entwickeln, wie kann ich noch einen Artikel schreiben, wie kann ich noch einen Mehrwert liefern, und das macht mir so Spaß, dass ich gar nicht drüber nachdenke, wie spät ist es jetzt. Also das ist sowas, was ich sage, was mir extrem hilft. Ja. Und da muss ich auch immer nachjustieren, ne? Also da hat sich ja in den letzten 20 Jahren extrem viel auch bei mir entwickelt, wo ich auch immer sage, aha, jetzt stagniere ich, jetzt brauche ich wieder eine neue Ausrichtung, und danach halte ich immer Ausschau, dass ich auch immer wieder mich neu erfinde oder was Neues mache, was mir echt Spaß macht. Aber dann, Norman, du hast jetzt quasi Eislaufbahn hier, ne? Ja, alles gut. Lass uns mal praktisch schauen, ja, wenn du willst. Ja, weil ich glaube, das ist jetzt voll rutschig. Warte, ich muss wieder umgreifen. Lieber. lass uns mal praktisch werden. So ein paar praktische Tipps. Wie sieht denn eigentlich so unser Alltagsablauf aus? Ne? Also im Moment stehen wir morgens auf. Du mit der Anna. Mal 4 Uhr morgens und denkst, es ist 7 Uhr. Ne? Mal 7 Uhr. Bei mir ist es unterschiedlich. Also manchmal habe ich irgendwie nachts noch eine Eingebung oder ich muss noch irgendwas machen oder so. Dann kann das auch mal 1 oder 2 werden. Oder manchmal sage ich einfach, ich schlafe mit dem Ben ein. Der geht dann so 7, 7:30 ins Bett. Und dann schlafe ich einfach eine Runde mit und dann stehe ich um 3 auf, um dann noch was zu machen. Also das ist jetzt gar nicht so festgelegt. Aber was dann festgelegt sind so ein paar Anker im Tag. Ne? Also zum Beispiel 7:15 losfahren, Kinder in den Kindergarten und in die Schule. Und das Ganze mittags dann. Dann frühstücken wir. Ehrlich? Mhm. Nee. Ich esse mein Grießbrot. Ach so. Du trinkst dann Kaffee. Ja. Ach so, genau. Dann komme ich wieder nach Hause. Genau, dann kriegt die Katie ihren Grießbrei, im wohlverdienten morgendlichen. Ja, das Essen ist ja sehr eingeschränkt im Moment, die Vielfalt. Genau, und dann wird ein bisschen gequatscht und dann arbeiten wir eigentlich. Ne? Oder ja. Anna braucht uns oder so. Also das ist dann so flexibel, organisatorische, irgendwelche Behördensachen, Kinderarzt, was halt anfällt. Ne? Also das versuchen wir dann in dieses Zeitfenster zu legen.
bis ich dann die Kinder abhole. Wir versuchen jetzt auch diesen Tagesablauf zu optimieren, indem wir uns einen Fahrer organisieren, also jemand, der morgens und mittags die Kinder fährt. Da gewinnen wir natürlich wieder Zeit. Das ist hier nicht ganz so einfach auf dem Land. Die stehen hier irgendwie nicht Schlange. Also wir haben auch Fachkräftemangel. Mhm. Und am Nachmittag kümmern wir uns um die Kinder. So kann man das eigentlich sagen. Und es ist uns auch wichtig, dass wir viel Zeit mit den Kindern verbringen können. Und auch das ist ja letztendlich das Ergebnis selbstbestimmter Arbeit oder eines selbstbestimmten Lebens. Aber es ist halt nicht immer auch so einfach, ne? Das muss man auch mal sagen. Es erfordert eigentlich sehr viel Kreativität und immer wieder den Austausch. Deswegen sind wir so dankbar, dass wir uns so gegenseitig haben, um einfach gemeinsam neue Projekte zu entwickeln, um uns einfach beruflich weiterzuentwickeln. Und, oder morgen zum Beispiel, da haben alle Kinder schulfrei bei uns. Oh, das ist jetzt wieder die Anne mit genau. dem Schmuck. Und dann sitzen wir alle zu Hause. Ja, und dann kommt ja ein Kollege von dir. Genau, und dann kommt der Florian zu Besuch. Liebe Grüße, Florian, an dieser Stelle. Vielleicht hörst du ja auch diesen Podcast. Wo ist jetzt meine Frau hin? Hier. Ich bin wieder da. Bist du wieder da? Genau, also so bewältigen wir quasi unseren Tagesablauf. Wie gesagt, es gibt so ein paar fixe Sachen, gerade was die Kinder angeht, die uns nicht so flexibel machen. Aber um diese Anker herum versuchen wir den Tag so zu nehmen, wie er kommt. Und dabei müssen wir halt sehr spontan sein. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Eigenschaft, eine wichtige Fähigkeit für Unternehmer, eine gewisse Spontanität und Kreativität zu haben, aber auch so zu improvisieren. Ja, du kannst halt jetzt nicht einen Perfektionismus an den Tag legen und sagen, hey, dafür nehme ich mir jetzt einfach mal eine Woche Zeit, ja, sondern ganz klar Pareto-Prinzip, 20% Energie rein, 80% Output. Das ist oftmals einfach notwendig, weil sonst kriegst du das gar nicht alles gerockt. Entscheidungen, die wir treffen, ne? Also wo investieren wir uns? Du sagst immer so schön, mach Zeit und Geld zu deinen Verbündeten. Ne? Also worin investieren wir uns zeitlich und wo sagen wir auch ganz bewusst dafür, das machen wir jetzt nicht, das müssen wir ablehnen. Damit beschäftigen wir uns jetzt einfach nicht, und weil wir andere Prioritäten haben. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich die Prioritäten einfach gut anschaut, die man hat. Dann kann man auch ablehnen oder auch Angebote ablehnen. Und da sind wir schon sehr gezielt und entscheiden auch genau, mit wem arbeiten wir zusammen, mit wem nicht. Das ist einfach, ich glaube, für mich war es immer die oberste Prämisse, tatsächlich Familie und Beruf zu verbinden. Und diesen Satz habe ich auch ständig bei jeder Entscheidung im Ohr. Kann ich das so verbinden, dass die Qualität, der Standard, den ich habe, im Mama-Sein und in meinem Job gesichert ist? Und wenn nicht, gibt es Wege, damit ich das sichern kann, oder muss ich es ablehnen und was anderes machen? Ja, du hast auch gerade was ganz Wichtiges gesagt, Entscheidungen treffen. Mhm. Ne? Also in unserem Alltag haben wir halt jetzt nicht Unmengen Zeit, Entscheidungen zu treffen, sondern das muss schnell gehen. Ja? Also das heißt, keine Angst oder Blockade vor Entscheidungen, die vielleicht sich im Nachhinein als falsch herausstellen, sondern für uns ist wichtiger, eine Entscheidung getroffen zu haben, als zu viel Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken, ob eine Entscheidung jetzt zu 1000% richtig ist oder nicht. Ja? Also da vertrauen wir auch viel unserer, wie wir es nennen, intuitiven Kompetenz. Ja? Ob das jetzt privat oder geschäftlich ist, einfach vorwärts zu kommen. Und das kann man eben nur mit Entscheidung. Ja, zum Beispiel sagen wir dann auch, okay, früher wollte ich unbedingt noch an so Elternbeiratssitzungen teilnehmen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist das kann ich einfach nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr 3 Stunden über Gulaschsuppenzutaten unterhalten oder darüber, wer welchen Standdienst macht. Und das war echt, also als Mama so, alle Mamas, die vielleicht so damit konfrontiert sind, wissen, worüber ich spreche. Das war schon ein Prozess, wo ich sage,
Das habe ich ein paar Jahre gemacht, dann habe ich mich total abgestrudelt und habe gesagt, okay, das mache ich nicht mehr, das geht einfach nicht mehr. Dafür sind andere Sachen wichtiger, die ich mit meinen Kindern oder wo ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Und manche Entscheidungen brauchen auch, da wächst man rein, und andere muss man tatsächlich schnell treffen. Geht halt nicht bei jeden Entscheidungen, weil man Erfahrung auch braucht oder auch mal die Reflexion von einem Dritten, der uns dann aufmerksam macht drauf. Und Kinder sind ja da eh fantastisch, ne? Die sagen dir ja eh ziemlich schnell, ob man jetzt noch in der Spur unter Anführungsstrichen ist oder nicht mehr. Ja, ich meine, die oder generell Prioritäten setzen, das hilft uns halt unwahrscheinlich, ne? Also das weiß ja jeder von uns. Jeder hat so seine To-Do, entweder auf irgendwelchen Klebezetteln. Ich habe das alles auf dem Handy, um es immer dabei zu haben. Ja, dann gibt es den berühmten Kühlschrank oder vielleicht sogar irgendwie so eine Tafel, wo man das alles draufschreibt und so weiter. Und wir alle wissen, ich nehme mir morgen 10 Aufgaben vor und davon werden vielleicht 2 erledigt, weil mehr einfach nicht geht. Ja. Und dann ist es halt extrem wichtig, Prioritäten zu setzen und zu sagen, welche Aufgabe muss ich morgen gemacht haben, um einfach auch einen guten Tag zu haben? Also was ist so die wichtigste Aufgabe, dieser most important task? Und wenn ich das erledigt habe, und das sind nicht immer Aufgaben, die besonders viel Spaß machen, ja, irgendwie Kindergeldanträge auszufüllen oder solche Sachen, dann hat der Tag so, auch so eine gewisse Erfüllung für einen. Also so ist es zumindest bei mir. Selbst wenn man das sich gesteckte, ehrgeizige Ziel von 5 To-Dos nicht geschafft hat, dann hat man dieses eine Ding auf den Weg gebracht, und das ist dann schon wichtig. Und weißt du, was ich finde es ja so toll, wir haben uns ja auch ein Business gebaut, oder die letzten Jahre über, wo ich einfach weiß, ich habe Einnahmen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel 6 Wochen im Wochenbett bin und nichts mache. Also das ist ja auch schon mal was Feines, diese Mechanik dahinter. Das muss ich einfach so ehrlich sagen, das war echt erleichternd für mich, wo ich gesagt habe, das läuft weiter, auch wenn ich jetzt in Elternzeit bin, auch wenn ich im Wochenbett bin, weil das Unternehmen dahingehend gebaut wurde. Es ist natürlich schwieriger für Menschen, die sagen, okay, wenn ich nicht auf meinem Platz sitze und persönlich da bin, verdiene habe ich ja keine Einnahmen. Dann kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch Druck macht. Das hatte ich ja früher auch und habe mir eben dann die Frage gestellt, wie kann ich das optimieren und wie kann ich trotzdem meinen Lebensunterhalt verdienen, und ohne dass ich jetzt getrennt bin von meinen Kindern. Ja. Und was ich toll finde, das beobachte ganz kurz, ich. Ganz kurz noch dazu, zu dem Gedanken, weil das finde ich extrem wichtig, auch nochmal hinzuweisen. Also man darf sagen, du hast Jahre dafür gebraucht, so ein passives Einkommen herzustellen. Ja, also das ist, wenn ich das teilweise höre, wir haben schon ganz oft über das Thema geschimpft, in 21 Tagen verdienst du 2.000, 10.000, wie viel Tausend auch immer im Monat. Also es ist wirklich harte Arbeit, sich ein passives Einkommen zu schaffen. Es mag Ausnahmeathleten geben, die irgendwie eine geile Idee, eine Nische oder was auch immer gefunden haben, oder den Heiligen Gral. Bei denen geht das schneller, das ist aber verschwindend gering. Also es ist nicht so, dass das jeder mal so eben aus der Hüfte schießen kann. Auch mit einem Podcast Reichweite aufzubauen, braucht halt einfach Zeit. Deswegen ist der beste Tipp, den wir geben können, jetzt anzufangen. Also wer das vorhat, nebenbei, vielleicht neben dem Angestelltenverhältnis, sich was aufzubauen, nebenbei das Ding aufbauen, so ein, nennt man ja so schön, Sidepreneur zu sein und zu sagen, okay, ich plane irgendwann mal so meinen Exit, ja, also meine Selbstständigkeit, und fange jetzt damit an. Ja. Jetzt damit anfangen, Content, wertvollen, unique Content zu erstellen, das Ganze in welcher Form auch immer, ich empfehle Podcast, und dann irgendwann zu sagen, so, und das funktioniert für mich, wenn ich mir jetzt vorstellen kann, mindestens 8 Stunden am Tag da rein zu investieren, dann fliegt die Kiste, dann kann man sich immer noch selbstständig machen. 8 Stunden am Tag investieren für einen Podcast, meinst du? Nee, also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man 8 Stunden ja bei irgendeinem Arbeitgeber arbeitet. Nein, und meine Frage damals war, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja auch nebenher angefangen. Ja, bin ja so gesehen viel länger selbstständig, als ich die GmbH 2007 gegründet habe. Entschuldigung.
Und jetzt bin ich ja so ein Konzept. Na, du bist schon viel länger selbstständig, hast das auch nebenbei gemacht. Und dir die Frage genau, und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt 8 Stunden in meinem Angestelltenverhältnis unterwegs bin, jetzt stelle ich mir mal vor, diese 8 Stunden zu investieren in mein eigenes Business. Ach, cool. Und habe schon diese Proof-of-Concept-Phase durch, also weiß, dass es funktioniert, weil ich schon die ersten Erfolge habe, ja, weil ich die ersten Nachfragen habe und so weiter. Und dann diesen Schieberegler, vielleicht hat man die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber über Teilzeit zu sprechen, gibt unterschiedliche Modelle. Ja, oder ich habe das damals zum Beispiel so gemacht, ich habe gesagt, hey, pass auf, ich werde für euch weiterarbeiten, weil die wollten unbedingt, dass ich bleibe. Und ich habe gesagt, pass auf, gebt mir den Arbeitgeberanteil, den ich euch monatlich in Rechnung stelle. Damit habt ihr nicht einen Cent mehr. Ne, das war quasi so mein erstes Beratungshonorar, monatlich fixiert, mit einer entsprechenden Kündigungsfrist. Und ich konnte nebenher einfach in meiner Selbstständigkeit tätig sein. So. Das hast du aber gescheit gemacht. Ja, und davon hatte ich dann noch 2 andere Agenturen, also waren in Summe 3 Agenturen, für die ich tätig war. Und habe quasi über meinen Arbeitgeber, das geht nicht immer, ja, aber wenn man eine gewisse Position im Unternehmen hat und die Leute möchten, dass man da bleibt oder das Know-how auch nicht das Unternehmen verlässt, dann findet man in welcher Weise auch immer einen Deal. Und da gibt es ganz spannende Modelle. Das war jetzt mein Modell, was ich gerade genannt habe. Und ja, und so ging das dann in meine Selbstständigkeit. Du hast es doch mit dem Podcast auch so gemacht eigentlich, oder? Ich habe getestet. Ich habe einfach Dinge an die Welt geschickt. Und habe gesagt, wenn es jemanden interessiert, mache ich weiter. Das hast du auch nachts aufgebaut eigentlich. Ja, ja klar, habe ich nachts aufgebaut. Ich habe das wahnsinnig kompliziert gemacht, muss ich sagen. Ich weiß, wir verlassen jetzt so ein bisschen die Q&A hier an dieser Stelle, aber es geht viel einfacher. Ich habe alle Fehler gemacht, die man hätte machen können. Ich habe jetzt irgendwie niemanden gehabt, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt so der, von dem ich lernen möchte. Aber das ist jetzt noch auch so passioniert drinnen, dass du den Menschen die Abkürzungen zeigst eigentlich. Oder? Ja, ja, meine wahre Passion ist ja, die Persönlichkeit Mensch als Marke zu verstehen. Ja? Also diese Potenziale zu heben, sichtbar zu machen, auch für den jeweiligen Menschen nutzbar zu machen. Und da ist Podcast halt ein schöner Kommunikationshebel, weil er halt nicht so kostenintensiv ist, weil er halt sehr effizient und effektiv ist. Und deswegen bringe ich das immer mit in Verbindung, dass man doch seiner Marke, also sich selbst und seinem Unternehmen eine Stimme geben sollte. Und deswegen gehört für mich das Thema Podcasting in jedes Unternehmen heute, was irgendwie digital kommuniziert, dazu. Aber welche Fehler hast du gemacht? Einige. Magst du das sagen? Oder? Ja, also Fehler gemacht. Es ging damals nicht, aber ich hätte gern jemanden gefragt, der schon erfolgreich podcastet. Wahrscheinlich habe ich mir auch nicht genug Mühe gegeben, diesen jemanden zu finden. Ich habe ein paar Podcasts damals gehört, ja. Aber das beste Learning aus dieser Zeit ist einfach, frag jemanden, der schon da ist, wo du hin willst. Ganz einfach. Du kriegst damit die ganzen Abkürzungen und machst genug Fehler, davon abgesehen. Aber du kriegst auf jeden Fall die ganzen Abkürzungen mit, um einfach schneller an dein Ziel zu kommen. Ja. Sagt man nicht, dass die YouTuber von damals, die jetzt so erfolgreich sind, die Podcaster jetzt in 10 Jahren sein werden? Glaubst du, dauert das in 10 Jahre überhaupt? Sagen wir es mal so, heute ein YouTube-Influencer zu werden, ist sehr schwer, es sei denn, du findest wirklich halt eine Nische. Ja. Mhm. Wer das auch immer beruflich vorhat, ja, gibt es halt ganz viele junge Leute, die das anstreben. Die Wahrscheinlichkeit, über einen Podcast eine entsprechende Reichweite oder so einen Influencer-Status hinzukriegen, ich meine, den Beweis haben wir ja angetreten, ja, mit dem Markenrebell und jetzt auch mit dem Mindshift-Podcast. Das geht halt unfassbar schnell, weil das halt einfach jetzt momentan so ein neues Medium ist. Neues in Anführungsstrichen, so die dritte Welle. Was ich so toll finde, statt Video, du musst nicht irgendwie schnicke ausschauen, ne? Du musst nicht Licht machen, Kulisse, also alles, was man halt so braucht, um richtig gutes Video zu machen. Na doch, Licht müssen wir machen, weil wir sehen sonst nichts. Du weißt schon, was ich meine. Du brauchst ja nur ein tolles, tolles Mikro, ne? Der Sound muss richtig gut sein. Und kannst für dich loslegen. Qualität
Also immer wieder taucht dieses Wort bei uns auf, auch wenn wir uns privat unterhalten ohne Mikro. Qualität ist das A und O. Also ein vernünftiges Mikro. Du musst jetzt nicht mehr mit so einem Hochleistungsding durch die Gegend rennen, sondern einfach sodass die Leute einfach dich gern hören, dass die Post-Production gut stimmt und dass du vor allen Dingen wertvoll bist. Das ist halt das Wichtigste. Aber vielleicht können wir die Kinder und unterhalten. Und einen Beitrag leisten, na, positiv. Ich finde das Positive auch immer gut. Aber damit könnten wir vielleicht die Q&A schließen. Mhm. Die Frage, die man sich stellen darf, wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut, ist vermutlich auch die Antwort Qualität. Also wie bringe ich Qualität in mein Berufsleben und in mein Privatleben, in meine Familie, zu meinen Kindern? Schöne Frage. Wie bringe ich Qualität in mein Leben? Ja. Und vielleicht kann ich die Frage noch ergänzen. Wie schaffe ich es nach und nach in die Selbstbestimmtheit zu kommen? Ja, mit Qualität, mit allem, was dazu gehört. Aber wie schaffe ich es? Und da brauche ich ja mein Leben wirklich nur anschauen, die einzelnen Steps durchgehen. Ja, was bindet mich an irgendwas, irgendjemanden oder an einen Ort? Und dann das aufzulösen oder versuchen aufzulösen, Stück für Stück und in die Selbstbestimmtheit zu kommen. Und ich finde es ja so spannend, wie die ganz kurz, ich muss noch eine kleine Ergänzung machen. Weil ich möchte nicht das Angestellten-Dasein per se ausschließen. Auch da finde ich es wichtig, in die Selbstbestimmtheit zu kommen. Also selbstbestimmt, damit meinen wir jetzt nicht, du musst Unternehmer, Unternehmerin werden oder selbstständig sein. Sondern das kann auch in einem Angestellten-Dasein mit Homeoffice, ja, zweimal die Woche oder überhaupt Homeoffice oder sich gleichen Arbeitgeber zu suchen, der das anbietet. Ja. Also das sind alles so Aspekte, mir geht es nur um den Begriff Selbstbestimmtheit. Welchen Grad an Selbstbestimmtheit kann ich herstellen in meiner Lebenssituation? Wo komme ich an die Grenzen? Sind die Grenzen für mich okay? Kann ich die akzeptieren oder muss ich sie überschreiten, um erfüllt zu sein? Ja, um bei meinen Kindern zu sein. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragen. Und ich beobachte es jetzt, meine große Tochter ist jetzt 19 und der Zweitgeborene Elia ist jetzt gestern 13 geworden. Und es ist so lustig, wenn die beiden sich unterhalten, wie sie sich so ihr Leben vorstellen. Da kommt ja gar nicht Angestelltentum für sie in Frage. Ne? Das finde ich ganz spannend. Weil sie, also ich meine, der Elia hat gestern gesagt, naja, ich mache das ganz einfach. Ich kaufe mir von meinem Gesparten jetzt beim nächsten Fall einen Bitcoin, der wird wieder steigen. Und dann investiere ich in Dinge, die richtig gut sind. Der hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal, macht da so sein Ding. Vanessa sagt für sich, sie wird viel reisen und sich da immer einen Job suchen auch oder für sich was entwickeln, wo sie auch mit auf Reisen gehen kann. Und ich selbst habe mir wahrscheinlich deshalb auch früher diese Frage gestellt mit 19. Ich kann natürlich jetzt nichts über das Angestelltentum sagen, weil ich war einmal in meinem Leben 4 Monate angestellt als Kinderbetreuerin. Da kannst du wirklich nicht mitreden. Nein, ich kann überhaupt nicht mitreden. Ich kann nur beim Unternehmertum mitreden. Und habe dann wahrscheinlich mir auch diese Frage gestellt, weil meine Eltern auch schon beide Unternehmer sind. Nochmal um die Kinder zu sprechen zu kommen, kurz. Die denken ja, das, was wir machen, wäre normal. Ja, auf das wollte ich eben hinaus. Die glauben, das ist normal, weil es für sie immer normal ist und die sehen ja nichts anderes. Die sehen, aha, man ist da zu Hause, man kann in den Urlaub fahren, man kann für sich vom Handy aus arbeiten, man geht dann mal ins Büro, mal in die Praxis. Die haben da so einen ganz eigenen Zugang dazu, den finde ich auch echt spannend. Ja, super cool. Und vielleicht braucht es ja auch die kindliche oder jugendliche Naivität in uns wieder so ein bisschen. Nicht so der Erwachsene, der nach Sicherheit strebende. Ich habe das früher auch gedacht. Ja, ich habe gedacht, oh, ich muss angestellt sein, das ist sicher. Hey, ich hatte eine Kündigungsfrist von 4 Wochen. Wenn mein Arbeitgeber gesagt hätte, Norm, wir können nicht ohne dich arbeiten, das haben wir jetzt festgestellt, aber ab nächsten Monat werden wir das probieren, ja. Dann wäre ich nach 4 Wochen draußen gewesen. Ja. So, das heißt, jetzt bauen wir ein Business auf, wo wir sagen, 3 oder 6 Monate musst du einfach Rücklagen haben, um in diesem Zeitraum neue Dinge zu entwickeln, ja, oder Geld zu verdienen.
Und ich denke, darüber kann man auch mal nachdenken. Ja? Wie sicher ist denn eigentlich der Arbeitsplatz, an dem man sich gerade befindet, auch in der Branche, in der Tätigkeit, in der man unterwegs ist? Also ich glaube ja, weil ich ja bei Angestellten nicht mitreden kann, für mich war immer, wenn ich diese Frage beantworten muss, das war immer so sicher wie, also das, was ich tue, wie der Grad meiner Leidenschaft war, meiner Liebe zu dem, was ich tue. Wenn das abgenommen hat, dann schwankte das, was ich gemacht habe. Ja. Weißt du? Ja. Also das war meine innere Skalierung. Wie leidenschaftlich, wie freudvoll gehe ich an was ran. Und dann wusste ich, dass das nachhaltig und erfolgreich sein muss. Ja. War gar nicht die Frage danach, wenn ich ehrlich bin. Ja. Okay, wir haben diese Q&A total überstrapaziert und werden sie jetzt an dieser Stelle einfach schließen. Ja, ihr merkt, wir lassen uns dann gern treiben von den Themen. Schatzel, siehst du das Licht in meinem Gesicht? Ja, ich sehe es in meinen Augen, das Leuchten. Genau. So, jetzt gehen wir heim. Ich sehe nichts mehr. Jetzt gehen wir heim. Tschüss. Tschüss.